Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, jetzt, wenn viele Nachrichten bei euch ankommen, dann seht ihr auch, womit ich den ganzen Tag so mich beschäftige. Und zwar ist es ganz viel und immer das, also wirklich 100%. Wenn mich jemand anschreibt und sagt, ja, Cecil, ich habe das und das Problem, ich habe das und das und das und das. Und die zählen dann die ganze typische Reihe auf und fragen dann, welche Nahrungsergänzung soll ich nehmen? Sage ich erstmal die Basis. Erstmal Ernährung, Säure-Basenhaushalt, Entzündung, dies, das, das. Erstmal das Maximumprinzip machen. Ach so, nee, ich dachte, ich kann einfach irgendeine Nahrungsergänzung nehmen und dann ist alles auf einmal weg. Alkohol weiter trinken, weiter rauchen und alles. Nein, es ist nicht nur eine Nahrungsergänzung. Man muss, und immer wenn ich zurückfrage, bist du im Maximumprinzip, kommt nein. Man muss vieles umstellen, nicht nur eine Sache. Immer das Gleiche. Heute beantworte ich viele Fragen von euch. Achte ich beim Wasser auch auf die Mineralstoffe? Nein. Weil, um über Wasser genug Mineralstoffe reinzukriegen, so viel kann ich gar nicht trinken. Also, das vernachlässige ich definitiv. Wie schlimm ist Sonnenbrand? Ist nicht gut. Ein Sonnenbrand ist nicht gut. Aber es ist ja immer so, die Sonne ist gesund und alle waren aber vor einem Sonnenbrand. Vitamin D ist lebenswichtig, aber alle waren vor einer Überdosierung. Ist im Maximumprinzip auch für, was für Triathleten dabei? Also ich weiß nicht, ob Triathleten das Ziel haben, gesund zu leben, sich gesund zu ernähren, einen starken Mindset zu haben und bis ins hohe Alter wirklich aktiv zu sein. Wenn ja, dann ist es ein Muss. Was machen bei Hautpilz? Unbedingt Natron probieren. Also unbedingt, macht mal meine Kapseln einfach auf und schüttet es drauf ein paar Tage und berichtet mir dann, ob es besser wurde. Immer wieder täglich kriege ich die Frage, ja, aber hast du Magnesium im Shop, hast du Kalium im Shop, hast du Calcium im Shop? Ist alles im guten Verhältnis, das ist wichtig, im Basenzitrat. Wenn ihr das Basenzitrat nehmt, habt ihr das und Vitamin C auch nicht. Wie im Alltag besser organisieren, damit man effizienter arbeiten kann, das ist sehr, sehr ausführlich im Matrix-Prinzip erklärt. Ihr wisst gar nicht, wie viel Zeit wir vernichten jeden Tag. Das ist krass. Also im Matrix-Prinzip werdet ihr was machen, was ihr noch nie gemacht habt, und zwar euren ganzen Tag wirklich filetieren und wirklich analysieren. Und dann werdet ihr merken, Ding Dong, McFly, jemand zu Hause? Ich habe den Job gekündigt und gehe mit einer Abfindung von 45.000 Euro. Was würde ich tun? Was würde ich tun? Okay, ich kann euch sagen, was ich tun würde. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich würde das machen, sage ich jetzt. Ich würde, deswegen habe ich es auch, auswandern. Ich würde irgendwo auf jeden Fall weg aus Deutschland. Dann würde ich mir irgendwo, wo ich gerade hin will, da vor Ort einen Job suchen. Irgendwas Lockeres. Putzen, Tankstelle, egal was. Nur damit ich nicht zu viel Minus jeden Monat mache. Und dann würde ich das, wenn ich das Matrix-Prinzip noch nicht mache aus irgendeinem Grund, würde ich dann das Matrix-Prinzip und auch das Business-Prinzip machen und mir nebenbei ein Business aufbauen, wo ich mega den Kopf dann hätte. Ich würde natürlich in ein Land gehen, wo ich kaum Steuern zahle oder gar nicht. Dann würde ich ein Online-Business aufbauen und also wenn man es mit dem Business-Prinzip nicht schafft, 300 Euro am Tag zu verdienen, das muss jeder schaffen. So, und das würde ich mir aufbauen über die Zeit. Besser in meinen Augen kann man das damit nicht machen. Wir freuen sich alle wie die kleinen Kinder, weil die Selina hat uns lauter tolle Sachen mitgenommen, die wir hier so nicht bekommen. Und zwar unsere Vitamine. Habe ich nicht gesagt, dass ich 10 Fragen beantworten wollte? Oh Mann, ey. Oh, ich hab keinen Bock. Oh, habe ich mich erschrocken. So, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Es war natürlich nur Spaß wieder. Soll ich den mal ausziehen? Ich zieh den mal aus. Warte kurz. So, und zwar,
Ich habe wieder eine Storytime. Bevor ich jetzt noch die letzten, ich glaube, 3, 4 Fragen beantworte, ich habe ja gesagt, 10 beantworte ich, dann beantworte ich auch 10. Ich stehe zu meinem Wort. Möchte ich eine Storytime, also eine Story erzählen? Und zwar habe ich ja das Beispiel gemacht mit dem Lego-Bauteil von meinem Sohnemann, also 7000 Teile. So, und da habe ich gesagt, okay, die Verpackung ist die Vision, die man hat. Und die Verpackung, die Bauteile, das ist nur der Weg dahin, wie man da hinkommen kann. Und da ist mir gerade ein anderes Beispiel eingefallen. Und das ist auch so lustig, das war früher. Ich wollte ja Basketballprofi werden. So, und da habe ich gedacht, okay, als Basketballprofi muss ich mit meiner Größe sehr schnell sein und sehr hoch springen können, also sprungkraft haben. Und dann gab es in Amerika solche Schuhe, so Strength-Schuhe hießen die. Die hatten vorne so ein Dings und man konnte praktisch nur auf den Vorderfüßen laufen. So, das war ein krasses Wadentraining und damit gab es ein Sportprogramm. Und das gab es nur in Amerika. Fragt nicht, nein, ich war, wenn es um meine Ziele ging, schon immer ein nerviger Junge. Also ich habe dann, es war nicht früher Internet bestellen und dann hast du die Schuhe in 3 Tagen hier. Nein, sondern ich habe über einen Bekannten, dessen Vater war Pilot, habe ich, wer weiß was gemacht. Egal wie, scheiß drauf, ich habe diese Schuhe nach ein paar Monaten gehabt. So, und dann habe ich mit den Schuhen Sportprogramm gemacht und das Ziel war, dass ich 20% mehr Sprungkraft bekomme. Also ich konnte den Ring berühren damals und ich wollte dann praktisch danken können. So, und das war mein Werkzeug dazu. Ich habe immer alle gefragt, ja, machst du mit mir das, machst du das mit mir? Und keiner hatte irgendwie Bock. Ich war der Einzige, der dann wirklich durchgezogen hat und 3 bis 4 Mal jede Woche genau das Programm 1:1 gemacht habe, weil ich wollte genau diesen Erfolg haben. Warum wollte ich den Erfolg haben? Weil ich dachte, wenn ich dabei besser werde, dann habe ich mehr Chancen, Profi zu werden. So, und es sind beim Erfolg immer die gleichen Faktoren. Hatten die anderen Mannschaftskameraden von mir Erfolg mit den gleichen Schuhen oder mit dem gleichen Trainingsprinzip? Nein. Warum nicht? Weil die es nicht durchgezogen haben. Kontinuierlich. Und ich hab das sogar so verrückt gemacht. Ich habe immer die Mannschaftskameraden, also 90% war ich allein, aber manchmal konnte ich Mitspieler überreden, dass sie mitkommen. Dann habe ich die danach immer gefragt, dann sollten die mir eine Note geben, so eine Schulnote, ob ich das heute sehr gut gemacht habe oder ob ich eine 1 oder eine 2. Und wenn die sagen, ja, war nur eine 2, dann habe ich mich voll aufgeregt und habe ich beim nächsten Mal noch mehr Gas gegeben, damit die mir eine 1 geben. So, auf jeden Fall habe ich es durchgezogen, das Handwerkszeug, was ich an der Hand hatte. Und dann habe ich es geschafft, 20 cm höher zu springen. Ich bin sehr schnell auch dadurch geworden, hatte eine sehr, sehr gute Sprungkraft für meine Größe. Und habe es dann leichter geschafft, natürlich Profi zu werden, weil ich war ja nur 1,82 groß, da mussten die anderen Sachen gut sein bei mir. Ich habe natürlich jeden Tag wirklich 5 Stunden trainiert, um auch meine Technik besser zu machen. Technik, Kraft, Sprungkraft, Schnelligkeit, das sind Sachen, die ich beeinflussen kann. Ihr wisst, erfolglose Menschen sagen immer, nein, nein, diese anderen sind schuld. Nein, ich bin nur 1,82, kann nicht Basketballprofi werden. Hä? Aber ich kann das doch beeinflussen. Maxi Bogues war 1,50 in der NBA oder 1,59 oder so. Das heißt, was kann ich beeinflussen? Und dann habe ich das alles trainiert und bin Profi geworden. Warum bin ich Profi geworden? Jetzt kommt es zum Warum. Weil ich damals, nachdem mein Arzt mir gesagt hat, dass ich nie Sport machen kann, nachdem ich einen Gips am Bein hatte, am linken Bein, wegen Wachstumsstörungen, rechts wurde ich operiert, Meniskus. Meine Schulkameraden haben mich ausgelacht, weil ich fett war, hässlich war. Und dann habe ich diesen Film Rocky gesehen und da habe ich gesagt, hey, ich will nicht dieser fette, hässliche Junge sein, der mit dem Gips hier rumsitzt, sondern ich will genauso ein geiler, cooler Sportler sein wie Rocky. Stark, erfolgreich, das alles vor zujubelnden Menschen, die dich akzeptieren. Das war's. Das sind die Emotionen. Da habe ich gesagt, das werde ich. Ich wusste noch nicht mal, welche Sportart, aber ich wusste, egal welchen Sport ich mache, ich werde Profi. Und deswegen bin ich dann Profi geworden. Und es ist wie ein Rezeptbuch. Es sind immer die gleichen Faktoren zum Erfolg. Also egal jetzt, ob ein Lego-Teil aufbauen, wo es dann im Endeffekt um die Emotion geht, dass ich meinem Sohn eine Freude machen will, dass er damit spielen kann. Egal, ob es um Basketballprofi geht, wo ich dann akzeptiert werden will und vor vielen Menschen und ja,
das Gefühl haben will oder ob ich einen Chef habe, der mir auf den Sack geht. Ich will mir nichts sagen lassen von niemandem, ist egal. So, es sind verschiedene Emotionen, die eigentlich dahinter stecken, die muss man erstmal wissen. Und dann gibt es die Wege dahin. Zum Beispiel mache ich das Matrix-Prinzip, das ist praktisch mein Handwerkszeug. Wenn ich aus diesem Hamsterrad rauskommen will, mache ich zum Beispiel das Matrix-Prinzip. Wenn ich Profisportler werden will, hole ich mir die Schuhe, weil das hilft mir dann auf meinem Weg dahin. So, oder wenn ich gesund werden will oder einen tollen Körper, mache ich das Maximum-Prinzip. Und es kommt immer, egal was ich mache, darauf an, mache ich es wirklich. Weil nicht jeder hat damit Erfolg. So, hey, hier, ich gebe dir die Schuhe. Ach, jetzt habe ich die Schuhe, die stehen da im Regal. Dann habe ich wohl Erfolg. Warum denn nicht? Ja, weil man muss es durchziehen. Und man muss es jeden Tag durchziehen. Und man muss wirklich kontinuierlich dranbleiben. So, und dann hat man bessere Chancen, das Ziel zu erreichen. Und man erreicht das Ziel eigentlich nur, um seinen Emotionen gerecht zu werden. Das ist jetzt mega komplex. Und falls ihr gerade RTL anhattet, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. In jedem Bereich in eurem Leben. Ich bin übrigens echt neidisch auf euch, weil ich hätte mir so gewünscht, dass ich früher das alles gewusst hätte, was ich euch hier kostenlos reinspreche. Das hätte mir damals so krass geholfen, ich musste alles selber rausfinden. Was tun bei Arthrose? Einmal auf den ChupChup-Kanal gehen. Ich habe selber Arthrose Grad 4. Ich habe mich schmerzfrei bekommen, ich kann boxen, ich kann mich drehen, ich kann alles machen. Und da erkläre ich, wie das funktioniert. Empfehlenswerte YouTuber im Bereich Aktien, ETFs, also da, die Nachricht zu schreiben ist schon eine Zeitverschwendung. Einfach bei YouTube eingeben, Ray Dalio, Warren Buffett und dann kommen so viele YouTuber, die darüber berichten zum Beispiel. Und ich gucke aber zum Beispiel gar keine Deutschen mehr. Also ich habe am Anfang welche geguckt und dann kamen so Aussagen über Immobilien. Dann habe ich gedacht, ey, nein. Und dann, jetzt gucke ich nur noch amerikanische. Erzähl mal wieder was über Sleep-Ödem. Viele kapieren es nicht, lassen sich trotzdem operieren. Ja, Operation ist halt keine Ursachenbekämpfung. Und außerdem, wenn man ins Gewebe reinhackt, müssen Narben entstehen. Und es muss dellig aus. Immobilien in Dubai kaufen. Also ich bin ja, seitdem ich hier bin, praktisch am Markt dran. Ich beobachte den Markt die ganze Zeit über und besichtige auch viel und so. Und der Markt ist komplett anders als Deutschland. Zurzeit sind die Preise wirklich sehr, sehr weit unten und ja, auch viel steht frei gerade so. Der Markt ist einfach komplett anders. Du kannst es nicht mit Deutschland vergleichen, aber von den Renditen her auch sehr interessant, also viel interessanter als Deutschland. Und ja, mal schauen. Lebt eine Frau auch nach dem Maximumprinzip? Gute Frage, ich muss mal fragen. Lebst du auch nach dem Maximumprinzip? Ja, viele in meiner Nähe haben Vitamin D-Wert unter 10 und meine Schwester bei 4 Nanogramm pro Milliliter, das schätze ich mal. Also in meinen Augen akute Krebsgefahr. Was soll man da sagen? Schnell auffüllen. Ja, welche Nahrungsergänzung bei Diabetes und Metformin? Ich wette, die Person ist nicht im Maximumprinzip. Es ist immer das Gleiche. Es kommt auf so viel mehr an als nur eine Nahrungsergänzung. So, meine Freunde, ich bin jetzt im Bad und ganz viele von euch fragen mich ja immer, ja, Sessi, wie nimmst du denn die Nahrungsergänzung und in Wasser oder rührst du es um? Und ich mache jetzt, hier habe ich zum Beispiel mein Probiotikum. Ich mache es einfach, Entschuldigung, wird gleich laut, einfach ganz einfach so. Weg. Basenzitrat. So, Basenzitrat. Weg, dann trinke ich gleich noch ein bisschen hinterher und nehme noch ein paar andere Kapseln. Feierabend.